Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute mal ein anderes Orakel und zwar mit Karten, aber halt heute der ganze Spieltag der Bundesliga. Ich werde jetzt gleich meine Facecam wegmachen und dann werdet ihr sehen, wie ich das gestaltet habe. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Ja, dann würde ich mal sagen, ich verbanne mich mal. Ich muss noch meine Pfeife rausholen. Einen Augenblick. So, weil die darf hier nicht fehlen. So, ich habe 3 Booster geholt, also sind 30 Karten. Es sind 6 Spiele. Ja. Müsste 5 Karten pro Spiel eigentlich reichen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt mal dünne und dann kommt der Spieltag. So, also bis gleich. Also ich bin immer noch da, aber Facecam ist weg. So, bis gleich. So, ihr seht hier die Spiele. Bayern gegen Bremen. Dann haben wir Mainz gegen Dortmund. Paderborn gegen Union, Hertha gegen Freiburg, Köln gegen Leverkusen, Düsseldorf gegen Leipzig. Ja, dann starte ich mal, ich pfeife jetzt zur ersten Halbzeit an und los geht's. So, muss mal schauen, ich mache 1,5 Booster am besten. Das wären 15 Karten. Also ein Booster und 5 Karten. So. Hier haben wir das Mainz 05 Logo. Würde ich mal nicht zählen lassen. Weil Logos können ja keine Tore schießen. Hier haben wir eine Taktikkarte. So. Die machen wir nochmal weg, weil sonst habe ich keinen Platz. So, hier haben wir das erste Tor für Mainz 05 durch Baku. So. Ich glaube, ich muss nächstes Mal die Logos noch kleiner machen. Ich habe sie schon ziemlich klein gemacht, aber egal. Hier haben wir das erste Tor für Paderborn durch Sousa. Dann haben wir hier Wolfsburg. Der spielt aber heute nicht, der Verein. Dann haben wir hier Dynamo Dresden. Haben wir heute auch nicht. So, da haben wir das erste Tor für Hertha BSC. Dilrosun. Die Hertha haben wir hier unten. So. Dann haben wir hier das 2:0 für Mainz 05 durch Latza. Den lege ich mal einfach oben drauf. Also 2:0. Dann haben wir hier Schalke 04. Spielt ja jetzt heute auch nicht. Dann haben wir nochmal Wolfsburg. Spielt ja heute auch nicht. So. Dann hätten wir die erste Halbzeit der ersten Halbzeit schon erreicht. Mainz führt 2:0. Paderborn führt 1:0. Und Hertha führt 1:0. So. Dann nochmal 5 Karten. 1, 2, 3. 5. So, hätten wir einmal Club-Logo Werder Bremen. So, da hätten wir Jahrstein von der Hertha, das 2:0. Dann hätten wir hier Werder Bremen Backfrede mit dem 0:1 gegen die Bayern. Dann haben wir hier Köln mit Risse zum 1:0 gegen Leverkusen. So, sieht man das so? Jo. Und da ist schon direkt der Ausgleich hinterher durch Volland. So. Und das war dann schon die Halbzeit. Ja, also Werder Bremen würde jetzt im Ragel in der Halbzeit führen mit 1:0.
Mainz 05 führt 2 zu 0 gegen Dortmund. Dann Paderborn gegen Union führt hier 1 zu 0. Die Hertha führt 2 zu 0 gegen Freiburg. Dann haben wir hier einen Ausgleich, also ein Unentschieden in der Halbzeit. Köln gegen Leverkusen. Und wir haben ein Unentschieden Düsseldorf gegen Leipzig. Ja. Jo, da würde ich mal sagen, wir starten direkt zur zweiten Halbzeit und los geht's. So. Wir haben hier KSC. Dann haben wir hier Hannover 96. Wir haben hier Fortuna Düsseldorf geht in Führung durch Ayan. Ayan? Ayhan? Ja. Gegen Leipzig. Dann haben wir hier Schalke 04. Spielt ja leider nicht. Dann haben wir hier das Führungstor für die Leverkusen gegen Köln. So, dann kommt hier der letzte Booster jetzt. Und. Ah ja. Wir haben hier Starspieler Timo Werner mit dem 1 zu 1. So. Dann haben wir hier Florian Müller für Mainz 05. Das 3 zu 0 gegen Dortmund. Ja moin. Dann haben wir hier das 3 zu 0 für die Herder durch Darida. Dann haben wir hier Augsburg. Aber die spielen ja heute am Samstag nicht. Wir haben hier Strobel für Gladbach. Spielen ja jetzt auch nicht. So, da haben wir hier das 3 zu 1 für Dortmund durch Bürki. Bisschen hier rüber. Ja, also nächstes Mal. Das ist ja das erste Mal, dass ich hier alle Spiele mache. Also. Ich muss mich nächstes Mal verbessern. Dann haben wir hier das 2 zu 1 für Düsseldorf durch Oliver Fink. Ja, man sieht das Bild jetzt leider nicht, aber ich glaube, das ist Nebensache. Oh, der Ausgleich hier für Köln durch Sobiech. Dann haben wir hier Freiburg. Oh, das 3 zu 1, glaube ich. Durch Schmied oder Schmidt. Und wir haben hier Gladbach Neuhaus, aber die spielen ja hier nicht jetzt. Und somit ist das Orakel beendet. Ja, also das Orakel ist Bayern gegen Werder Bremen 0 zu 1. Dann haben wir hier 3 zu 1 Mainz gegen Dortmund. Dann haben wir hier Paderborn gegen Union 1 zu 0. Dann haben wir hier ein 3 zu 1 Hertha gegen Freiburg. Wir haben hier Köln 2 zu 2, also ein Unentschieden. Und wir haben hier ein 2 zu 1 Düsseldorf gegen Leipzig. Ja. Das war mein Orakel, also neu gestaltet. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich könnte ja noch kurz meine Tipps raushauen. Wartet mal. Ich lege das hier nochmal hin. Und dann sage ich noch meine Tipps. Und zwar im Real Life, meine ich. Ich sage Bayern. Bayern gegen Werder Bremen 3-1. Dann sage ich hier Mainz gegen Dortmund ein 1 zu 2. Dann sage ich hier Paderborn gegen Union. Sage ich ein Unentschieden, mache ich ein 1 zu 1. Dann haben wir hier Hertha gegen
Freiburg, da sage ich ein 2 zu 0. Köln gegen Leverkusen. Ich glaube, Köln ist im Moment nicht so gut drauf. Boah, da tippe ich mal ein 3 zu 0 für Leverkusen. Und ja, Düsseldorf gegen Leipzig. Da sage ich mal ein 3 zu 0 für Leipzig. Ja. Also ich werde hier noch alles einblenden, meine ganzen Tipps. Dann würde ich sagen, schreibt eure Tipps mal in die Kommentare, solange ihr es noch könnt. Ich glaube, dieses Jahr sind die Kommentare noch, kann man noch schreiben. Nächstes Jahr sind sie nicht mehr da. Ja, da würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Orakel gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.